Trompete. Die Trompete ist ein Melodie- und Signalinstrument. Ursprünglich war die Trompete eine Fanfarentrompete, so ein langes Rohr ohne Ventile. Diese Form ähnlich, das ist eine Selbstbautrompete, die gibt es im Baumarkt. Da steckt man dann ein Mundstück drauf, kann eine schöne Fanfare spielen. Da gibt es verschiedene Bauweisen der Trompete, wie zum Beispiel die Konzerttrompete mit Drehventilen. Die Trompete wird vorwiegend im Orchester und für Solokonzerte verwendet. Im Gegensatz zur Konzerttrompete ist das eine Jazz-Trompete, wie sie in der Umgangssprache genannt wird. Diese Trompete hat sogenannte Bumpventile oder Perlettventile, wird eben im Jazz, in der Tanzmusik, Unterhaltungsmusik, aber auch in anderen Ensembles verwendet. Das ist ein Übedämpfer, wenn man zu Hause üben will und alle anderen schlafen, dann steckt man den rein und dann ist die Trompete sehr leise. Mit der Trompete kann man aber nicht nur klassische oder Jazzmusik spielen, sondern auch Popmusik. Wenn man Trompete spielt oder lernt, dann kann man auch das Flügelhorn spielen. Das Flügelhorn hat aber einen weicheren Klang, wird in der Blasmusik und in der Volksmusik eingesetzt und mit dem Flügelhorn kann man ganz tolle, schöne Volkslieder, sogenannte Weisen, spielen. Ja, wenn dir das Instrument gefallen hat, Trompete oder Flügelhorn, dann melde dich bei uns an, beim Musikum. Wir freuen uns sehr auf dich.